Und willkommen zu einem neuen Video bei Crash Bandicoot Teil 3 jetzt. Lasst euch nicht stören, ich bin zurzeit mit einem in der Party. Den hört ihr aber nicht, nur mich. Jo. Mit einer Sie bin ich in der Party. Naja, jetzt bin ich aber ruhig. Ist ein Video. Ist jetzt dran. Endlich frei. Oh. Gruselig. Nein, das darf nicht wahr sein. Großes Unheil kommt auf uns zu. Niemand wagt es, den großen Uka Uka einmal zu enttäuschen. Aber du, Cortex, du hast mich zweimal enttäuscht. Großer Uka Uka, es war dieser verflixte Beutel der Axt. Tief aus meinem Tempelgefängnis heraus habe ich dir einfache Anweisungen geschickt. Doch du hast die Edelsteine verloren, du hast die Kristalle verloren. Und ich habe die Geduld verloren. Es gibt keine andere Energiequelle auf diesem Planeten. Ich weiß, wir hatten ein paar bedauernswerte Rückschläge. Du hast versagt, aber weil deine Stümperei mich freigesetzt hat, fühle ich mich großzügig. Es gibt noch eine Möglichkeit, die nötige Macht für die Versklavung dieses Planeten zu bekommen. Und dieses Mal sorgt der große Uka Uka dafür, dass du es richtig machst. Nach Äonen wurde mein böser Zwilling Uka Uka aus seinem unterirdischen Gefängnis befreit. Ich habe ihn dort vor langer Zeit eingesperrt, um die Welt vor seiner Bosheit zu beschützen. Jetzt ist er wieder frei und er muss aufgehalten werden. Uka Uka und Cortex wollen die Zeitstrudelmaschine benutzen, um Kristalle zu sammeln, die in der Zeit verstreut sind. Ich habe euch hergeholt, um die Kristalle zu bergen, bevor ihnen das gelingt. Das Zeitportal öffnet sich, wenn ihr euch auf einen Schalter stellt und von dort ins Portal springt. Viel Glück. Okay, wir müssen jetzt Uka Uka besiegen. Nicht jetzt, aber bald. Ich habe früher nur Teil 3 gespielt. Hast gehört? Na, du hast auch keinen Teil gespielt. Ja, sie hat nur Spyro früher gezockt. Habe ich auch früher gespielt. Aber ich bin mehr Crash-Fan. Naja, starten wir mal Level 1 und hui! Aber da kenne ich alle. Crash, Crash, Crash. Wieso mischst du dich immer ein? Oh, sieh mal, ich habe auch eine Maske. Bald werden wir ja sehen, welche von ihnen mächtiger ist. Wie gesagt, davon kenne ich Großteil alle Levels und hoffe, dass ich die auch gut meistere. Nicht die davor. Teil 1, wie gesagt, habe ich gar nicht gespielt. Teil 2 teilweise und Teil 3 sehr viel. Fürs Inventar? Was für ein Inventar? Ach so.
Oh, das ist ein Level, was ich gerne gespielt habe früher. Das ist cool. Uga Uga. Es gibt zu lachen. Okay. Kannst du ja auch mal zocken, wenn ich fertig bin. Genau. Leih es dir dann mal aus. Bonus Level, ich komme. Naja. Wenn ihr mal genau wissen wollt, mit wem ich in der Party bin, ich sag's mal so, es ist die, mit denen ich auch Planet the Planet gespielt habe. Was wir auch mal weitermachen könnte, wenn Zeit. Wenn Zeit und Zeit da ist. Aber zur Zeit ist wirklich kaum Zeit da. Deswegen kommt auch so wenig hiervon. Genau. Arbeiten, arbeiten, arbeiten. Oh, dieser Frosch. Weg. Ja. Es gibt's Frösche, ja. Ich glaube, ich mach gleich das an, dass man dich auch hört. Hui, ich hab alle Kisten. Aber das kann ich dann erst in den nächsten Video aktivieren. In der nächsten Folge. Aber wir haben noch Zeit. Wo habe ich die denn eingesammelt? Oder kriegt man den einfach nur, wenn man das Level beendet hat? Komm schon. Das war aber leicht. Naja, Level 2. Oh nein, unter Wasser. Das habe ich früher immer schon gehasst. Oh. Oh. Wie sie ihren Senf dabei tut. Nee, aber unter Wasser habe ich früher echt ungern gespielt. Gott, heie! Bitte, was? Ja. Da kommen ja ein paar unter Wasser. Aber es muss ja auch sein. Wie viel hast du was?
Achso. Ah, noch ein Checkpoint. Yippie. Oh Gott, jetzt darf ich in einem komischen Raumschiff fliegen. Fliegen, ja, fahren. Ich bin echt zu langsam. Oh! Boom, hat es gemacht. Boah, ich habe aber damit lieber rumgefahren, als jetzt wieder zu schwimmen. Oh na, ich muss niesen. Entschuldigung. Was hast du denn zu dir? Achso, deine Bilder zitiert. Natürlich nichts Besseres zu tun auf einen Sonntag. Nein. Bin mal gespannt, ob ich am Ende alle Kisten habe. Wie, mir fehlt noch Kisten. Aber wo waren die? Keine Ahnung. Okay. Ich würde sagen, das war's für heute erstmal. Dann bis zum nächsten Mal und tschüss.